Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Shovel Knight Teil 10 und damit gehen wir auch schon im Prinzip ins Finale. Es wartet nun der Turm. Und das war schon viel zu knapp. Viel zu knapp. Ja, der Turm wartet nochmal mit allen Gegnern auf, die wir schon mal gesehen haben, und ich sollte lernen, das mit den Fischen nicht. Mit dem Maulwürfen. Mit dem Maulwürfen, das habe ich im ganzen Spiel noch nie gelernt. Warum sollte ich auch jetzt damit anfangen? Richtig, genau. Ja, der Turm verlangt im Prinzip einfach nochmal alles ab, was wir über das gesamte Spiel gelernt haben, beziehungsweise auch eigentlich benutzen jedes Artefakt, welches wir bekommen haben. Ihr kennt mich, ich benutze einfach nur das, was mir am besten gefällt. Funktioniert ja am Ende. Also bisher sind wir noch nicht tot. Merkt natürlich an der Länge des Videos, das zieht sich dann tatsächlich noch ein Stückchen weiter. Mit 27 Minuten ist es mein, ich glaube sogar zweitlängstes Video, was wir jemals, von Shovel Knight sehen werden. Ich sage bewusst zweitlängstes, denn ich habe dann noch ein paar längere Videos, die auch nochmal zum Tragen kommen werden, aber nicht jetzt, sondern später. Ja, beim Geist, greif. Einfach reinstellen, Schaden nehmen, kaputt hauen, funktioniert trotzdem. Der Sieg ist uns damit dann trotzdem gewiss. Für das Geld. Ja, merklich, macht die Rüstung. Die Rüstung hat mich mein ganzes Spiel über begleitet und wird es wahrscheinlich auch bis zum Ende des Spiels tun. Oder soweit ich weiß, sowieso ja. Spoiler-Alarm. Natürlich kriegt man hier haufenweise Nahrung. Damit man nicht vor die Hunde geht. Den wundert das mich nicht. Ja, hier war ich am Überlegen. Theoretisch würde sich das auch lohnen, diesen Kristall zu zerschmettern, aber dann wiederum, dann stehe ich wieder blöde da, ohne Heilung oder alles. Aber allein für die Heilung würde sich's fast schon wieder lohnen, das ist halt das Lustige daran. Ich hab gesehen, wir holen's uns nicht, aber es hätte sich gelohnt, sagen wir es einfach mal so. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber hier eigentlich alles kein Problem. Aber beim zweiten Durchgang, den ich hier gemacht habe, den man nicht mehr sieht, aber den ich mal gemacht habe. Holla, also da habe ich hier echte Probleme gehabt mit. Warum auch immer. Ist halt nicht so, als wäre das hier der schlimmste Ort, an dem ich jemals war. War meine Güte. Hier allerdings, ihr seht ja, es funktioniert eigentlich ganz gut. Zumindest ohne enorm viele Tode. So finde ich das auch gut. Besser als wenn ich ständig sterben würde. Hier so ein Gegner, den ich gerne ignorieren würde. Oder nicht, die Grünritter. Die waren so nie das, was ich gerne bekämpft habe hier im Spiel. Weiß nicht warum, aber sie waren es halt nie. Gut, sowas muss es halt auch geben. Es muss Gegner geben, gegen die man, gerne kämpft. Dann muss es Gegner geben, gegen die man nicht gerne kämpft. Das waren die Gegner, gegen die ich nicht gerne gekämpft habe. Unter anderem zumindest. Es gab genügend Gegner, gegen die ich nicht kämpfen wollte. Hier diese komischen Mini-Samurai, die finde ich noch lustig. Gegen die kämpfe ich gerne. Die haben halt was. Vor allen Dingen sind zumal diese Gegner, wo ich sagen würde, das sind richtig böse, ne? Aber naja. Im Endeffekt schreit da kein Hahn nach. Ich sag nur, das sind Gegner, wo ich sage, jo. Die finde ich klasse vom Aussehen her. Vom Design her. Vor allen Dingen, aber. Das kann ich den einfachen Sprung schon nicht mehr. Schlecht. Und dann nochmal dasselbe Spielchen von vorne. Ja, so ist das. Wenn man einen Sprung vermasselt, steht dann halt wieder doof da. Und einfach durchknüppeln. Schon.
Ihr seht, es funktioniert tatsächlich, ohne dass ich wirklich Ahnung von dem habe, was ich da mache, aber es funktioniert. Was diese komischen kleinen Fresser, die sind natürlich immer noch nervig. Mit dem werde ich auch nicht so richtig warm, muss ich zugeben. Ja, man sagt, Stacheln sagen uns, was es anraten, ne? Oder erstmal hier einen auf Grundmeister machen. Wir wollen ja alles haben, ne? Natürlich wollen wir alles haben. Was ist das eigentlich für eine Frage? Wenn wir alles haben wollen, müssen wir uns natürlich auch anhalten. Das machen wir hier eigentlich ziemlich gut. So hat das auch zu sein. Gut zu sein hat es, ja. Ich weiß, macht Sinn, ne? Ja, seht ihr, da unten liegt einfach so auf dem Präsentierteller ein ziemlich großer Rubin, den wollen wir haben. Rubin, Edelstein, was auch immer. Muss ich vielleicht dazu sagen. Also, Express-Zahnrad, wo ich nie so richtig ein Fan von dem Ding geworden bin. Muss ich zugeben. Ist nicht so meine Wahl, wenn es um Relikte geht. Wenn ich sage, ich möchte Relikte nutzen, dann würde ich niemals sofort sagen, ja, oh, das Express-Zahnrad, das nehme ich. Und ja. Das ist sogar im selben Raum mit dem Speicherpunkt. So kann es dann halt auch manchmal sein. Da will man gar nichts Böses. Naja, stirbt dann an dieser Stelle. Ja. So ist das halt manchmal. Ich meine, ausgesucht habe ich mir das nicht an dieser Stelle, aber... Wäre auch langweilig, wenn ich sofort beim ersten Versuch in so einem Level hier durchkommen würde, oder? Ich würde mal schon sagen, ja. Keine Ahnung, ob mir irgendwer von euch zustimmen würde, aber... Ich würde das sagen, und das reicht. Wenn ich ohne Probleme durchgekommen wäre, das wäre nicht lustig gewesen. Weder für mich, noch für euch. Es muss schon einen gewissen Grad an Schwierigkeit geben. Aber so geht's halt auch. Na toll. Natürlich mache ich nochmal mit dem Weg frei für einen größeren Klunker. Schön. Aber jetzt muss ich natürlich auch wieder irgendwie lebendig zurückkommen. Aber natürlich in dem Moment, wo ich dann wenigstens mir den Weg frei mache mit dem Speicherpunkt, ist das nicht ganz so schlimm. Hier ist etwas, was... scheinbar sehr, sehr viele Spiele mittlerweile mögen, ne? Donkey Kong Country Returns hatte das. Jetzt sehen wir es hier. Dieses... ja, wie soll man das sagen? Silhouetten. Ne? Silhouetten. Vor Dunkelheit, die Silhouetten, die da rumlaufen sind. Das ist irgendwie... heutzutage fast schon wieder ein Muss. Ich weiß nicht wieso, aber... ist das irgendwie heutzutage. Gut, ich find's vom Aussehen her immer wunderschön. Selbst in Donkey Kong Country Returns, oder gerade in Donkey Kong Country Returns, muss man vielleicht so sagen, war meine erste Begegnung damit großartig. Aber so ein Gimmick, das taucht überall auf. Als ich DuckTales Return, nee, DuckTales Remastered, so war das. Als ich das gespielt habe, auch. Wunderschön anzusehen, aber warum ist es da? Aber dann wiederum, warum sollte es nicht da sein, ne? Ja. Das ist vielleicht die Frage, die man sich erst stellen sollte. Warum sollte es nicht da sein? Ja, und darauf hätte ich keine vernünftige Antwort. Es sollte da sein, ganz einfach. Es ist wohl so ein Videogame-Staple mittlerweile, aber es ist halt vorhanden. Das sieht nicht schlecht aus, also beschwere ich mich auch nicht wirklich. Aber das gerade so klingt, als würde ich mich beschweren. Ich weiß, es ist halt so ein Ding. Ich persönlich finde es sehr, sehr schön anzusehen und freue mich eigentlich, dass es zu so einem Ding geworden ist, sag ich mal. Es ist ein grafisches Ding, aber es ist ein gutes Ding. Klingt total doof, ich weiß, aber so meine ich das tatsächlich. Nichtsdestotrotz hätte man es vielleicht auch nicht wissen können. Ich weiß nicht, widerspreche mir dabei, aber
Das funktioniert ja. Da haben wir schon den letzten Speicherpunkt. Also in diesem Stückchen hier. Da steht Black Knight. Shovel Knight. Misch dich nicht ein und dreh um. Das ist deine letzte Chance. Ich werde zu ihr gelangen, Black Knight. Auch wenn ich dafür dich überwinden muss. Black Knight, bewachst du meinen Turm? Willst du dich uns endlich anschließen? Niemals. Du kannst jetzt niederknien und mir Treue geloben. Zum letzten Mal, ich diene niemandem. Nun gut, hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Macht, die du zurückgewiesen hast. Das wird mal. Black Knight! Du solltest sofort bleiben! Böses Lachen. Du solltest sofort bleiben, aber ich werde dich böse auslachen. Ja, Black Knight ist, wie man sieht, mächtiger als jemand zuvor. Ich weiß gar nicht, ob es jemand gemacht hat. Habe ich es gemacht? Nein, nicht. Soweit ich mich erinnere, kann man die Schüsse natürlich auch zurückschießen. Ich meine, das ist halt so ein Unterding, ne? Black Knight jetzt sogar mit Flügeln. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Meteoriten von oben. Und keine Ahnung, was er da ausbrüllt. Perlen. Warum auch nicht. Ich meine, ich habe keine Ahnung, warum er Perlen auf einmal ausbuddelt, aber naja. Wenn man das schafft, auf ihn zu landen, ist das natürlich die beste Position. Wenn er natürlich in dem Moment auch stehen bleibt. Logischerweise. Bleibt er nicht stehen, bringt er das. Ich sag mal herzlich wenig. Aber wenn man in dem Moment da wirklich drauf landet, das ist die beste Position, um Schaden zu machen. Aber so geht's halt auch. Nochmal hoffenweise Kohle. Das reicht jetzt. Was immer du auch anstellst, du wirst sie nie erreichen. Ist das nicht eher so ein Spruch, den jetzt gerade Black Knight sagen müsste? Da magst du recht haben. Vielleicht ist sie schon verloren. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Mittlerweile weißt du sicher, wen ich retten will. Vielleicht. Ja. Weißt du, wie du sie zurückbringst? Außer Worten habe ich noch nichts probiert. Ihr Zauber ist so mächtig. Mir fehlt einfach der Mut. Geh, aber geh mit Gott. Aber tu ihr nicht weh, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Ja, wahrscheinlich könnt ihr euch alle denken, wen er meint, aber... Das Spiel spielt noch den Unscheinbaren, den Unnahbaren. Wie auch immer. Das war dann schon der erste Schritt des Turms. Jetzt ist Turmanstieg angesagt. Den haben wir auch noch hier mitten im Video drin. Obwohl Anstieg natürlich sehr irreführend ist, wenn das erste, was wir machen, naja, nach unten ist. Aber naja, scheinbar sind wir ja außen hochgeklettert und müssen jetzt von da weiter ins Innere gelangen. Und ich liebe diese Musik dabei. Es ist... Ah, Soundtrack ist 1A in diesem Spiel. Ich kann es nicht anders sagen, es ist 1A. Güte Klasse A, wenn man will. Es ist auf jeden Fall gute Musik. Auch hier natürlich wieder, es ist so ein Level, was im Prinzip auch nochmal sehr schön demonstriert, was man schon gesehen und erreicht hat. Es ist nichts anderes als das, was wir schon gesehen haben, aber es ist großartig inszeniert. Jeden Relikt, was wir haben. Dessen fahren natürlich alle. Jetzt hier natürlich auch umso einfacher. Oder schwieriger. Das kann man jetzt ja im Prinzip selber entscheiden. Ich finde ja sehr schön zu sehen, dass die Feuerschleime tatsächlich Feuerschleime sind, weil sie, naja, Schleime sind, die ins Feuer geraten sind. Naja. So,
aus das Schicksal des ganz normalen Schleims. Und Feuer erfasst und Bremse halt. Angenehm dürfte das nicht sein, aber naja, so ist das einfach mal. Was ich hier nicht in die Tat umgesetzt habe, ist die Tatsache, dass man mit diesen Schweißstatuen genauso gut den Weg nach oben, ja, fahren kann, sag ich mal. Und Ende. Ja, auf halber Strecke nochmal. Eigentlich ganz so schön tot erlitten. Na, vielleicht noch einen schönen Tod, aber nur für euch. Je nachdem. Ob man mir wünscht, dass ich drauf gehe oder eben nicht. Aber das überlasse ich euch. Ich persönlich wünsche mir natürlich nicht den Tod. Und durch, durch, durch. Ein Fisch. Natürlich. Also wenn ich irgendwas Schlimmes fangen kann, dann immer nur ein Fisch. Also diese Apfelfische, sollte ich vielleicht so sagen. Ein Goldfisch wäre gut, der Fisch nicht so gut. Würde ich zumindest persönlich sagen. Also ich würde eine Menge eintauschen für einen Goldfisch an der Stelle von den Apfelfischen. Wobei man natürlich echt nicht sagen darf, dass sie nicht hilfreich sind. Sie sind es nämlich. Sie sind verflucht hilfreich, eigentlich. Aber es wäre hilfreicher, wenn ich, naja, öfter die ganzen Trinkau benutzen würde. Was ich ja tatsächlich nur hier und da mache. Natürlich nochmal so ein schöner Side-Scroller hier. Ja, Side-Scroller. Scroller an sich. Und hier habe ich meinen riesen Fehler gemacht. Und da wollte ich eigentlich gerade den Propeller durch einsetzen. Dann dachte ich mir, naja gut. Versuchen wir es nochmal neu, indem ich mich nochmal umbringe. Nicht unbedingt die beste Wahl, die ich jemals im Leben getroffen habe, aber trotz allem ist es eine Wahl. Ich dachte mir halt, gut, wir probieren es halt nochmal. Diesmal schneller. Jetzt, wo ich weiß, was mich erwartet, machen wir es schneller. Das war zumindest der grundlegende Gedanke dabei. Ja, man sollte meinen, ich denke nicht, aber in dem Fall, doch, glaube ich, mitgemacht. Jetzt, wo wir das schöne Stück auch haben, können wir gehen. Alles wegbuddeln. Und immer höher steigen. Hier hat man dann tatsächlich das Gefühl, man hat einen, ja, einen Aufstieg. Ein Abstieg, ein Aufstieg. Dass man auch genau aufpassen muss. Ah, wer lässt bitte so viel... Weiß ich nicht, ob das... Staub sein soll? Wer lässt so viel Staub in seinem Haus anwachsen? Ansammeln, ansammeln. Nicht anwachsen, ansammeln. Ich weiß es einfach nicht. Ist doch nicht gesund. Einer nur. Ich glaube kaum, dass ich mir da irgendwie Sorgen drum machen muss, dass da irgendwer krank wird in diesem Universum, aber meine Güte. Das ist doch nicht gesund. Ja. Wo wir gerade von gesund sprechen, ein Apfel, ne? Und damit, hallo und herzlich willkommen zum obligatorischen Boss Rush. Oho, also das ist opulent. Wer hat zugelassen, dass dieser Bauerntöpel uns unser üppiges Mahl verdirbt? Kaum eine Überraschung, dass du schon wieder da bist, wo du nicht hingehörst. Wir sollten dich bestrafen. Jetzt sitzt du in der Tinte, wir wollen Revanche. Mein Plan ist makellos. Diesmal kannst du nicht gewinnen. Also ein Kampf aufs Ganze? Wunderbar. Wer fängt an? Gib mal das Salz. Black Knight fängt an, na gut. Das Knacken, Alter.
Black Knight funktioniert größtenteils, muss man vielleicht sagen, so wie, naja, beim ersten Mal auch. Es gibt nur diesen einen großen Unterschied, die Blöcke unter uns sind natürlich nicht zerstörbar. Das haben sie hier halt nicht eingebaut. Die Ebene ist also normalerweise, naja, eben. Bis er anfängt, zu viele seiner Tränke hinzuklatschen, dann hört das mit dem gerade sein ein bisschen auf. Aber das war's dann auch schon. Als nächstes treffen wir auf den Dandy schlechthin King Knight. King Knight funktioniert tatsächlich exakt wie damals. Und das schließt auch mit ein, dass er einer der einfachsten Gegner hier im, naja, gesamten Kampf ist. Naja. Was soll man sagen, so ist es halt manchmal, ne? Manche sind gut, manche nicht. Ja, naja. Weniger halt. King Knight down. Also ist King Knight halt, ne? Trotz allem, wir mögen alle King Knight. Polar Knight auf der anderen Hand. Ich verstehe nicht. Das ist halt der eine Kampf, in dem ich wirklich furchtbar bin. Ich kann hier nicht mal schön sprechen, weil ich weiß, dass ich schon furchtbar drin bin. Nichtsdestotrotz, Polar Knight auch down. Als nächstes kämpfen wir gegen Mole Knight. Mole Knight funktioniert auch genauso wie vorher. Das heißt auch hier immer schön aufpassen, was er tut, aber abgesehen davon alles kein Thema. Wirklich wichtig finde ich halt nur, naja, dass man genau weiß, was man bei ihm macht gerade. Aber abgesehen davon ist da halt wirklich nichts Gefährliches dran. Mole Knight ist Mole Knight, bleibt Mole Knight. Und wenn man durch seine Verteidigung durch ist, ist man halt durch. Kein Thema. Alles cool. Es ist natürlich schön, dass ich Feuer zurückschleudern kann. Ich weiß nicht, ob das schön umrandete irgendwelche besseren Einflüsse darauf hat. Oder ihn vielleicht sogar aus seiner komischen Feuerstarre rausreißen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt erstmal Propeller Knight. Propeller Knight, ob ihr es glaubt oder nicht, agiert sogar tatsächlich genauso wie vorher. Denn ihr seht ja, er hat sein lustiges Flugschiff überall dabei, wie es aussieht. Ist ja auch wirklich sehr nett von ihm. Ne? Ja, funktioniert nicht immer so ganz, wie ich ihn gerne hätte. Ich muss natürlich vielleicht dazu sagen, dadurch, dass man hier nach jedem Kampf ein volles Menü kriegt, naja, ist der Bosskampf mehr so, also der Boss-Rush. Ja, sowas wie, ich sag mal, eine Formalität. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Nicht, dass ich was dagegen habe, aber es ist halt tatsächlich eher eine Formalität als sonst was. Und Spectre Knight, naja, war ja sowieso der eine, gegen den ich immer relativ gut ankam, ne? Aber ich kann sagen, sie waren teilweise mit meinen liebsten Gegnern hier. Dieser Spectre Knight. Das ist einfach so ein Ding. Das ist ein guter Kerl.
Und Totaker. Nun haben wir Tinker Knight vor uns. Tinker Knight. Nach wie vor putzig ohne Ende. Ich weiß nicht, wie man ihn anders beschreiben soll. Er ist leider süßer Fatz. Das will er bestimmt nicht hören, klar, aber... Er ist halt ein kleiner, süßer Fatz. Was soll ich dazu anderes sagen? Und ich weiß nicht, wie er es tatsächlich ins Dinner geschmuggelt hat, aber hier ist dann nochmal sein riesiger Kampfmech. Aber auch hier wieder, es ist natürlich jetzt nicht das große Problem, den Kampfmech nochmal zu besiegen. Auch wenn ich mich meiner Meinung nach hier schlecht angestellt habe, als beim ersten Mal. Muss ich vielleicht dazu sagen. Groß Töne spucken ist ja kein Thema, aber er ist... Oder er macht mir zumindest mehr zu schaffen, schadenstechnisch, als, naja, vorher eben. Aber macht ja nichts. Auch Tinker Knight ist erledigt und damit sein großer Roboter auch weg vom Fenster. Und jetzt haben wir nur noch Treasure Knight. Treasure Knight ist immer noch genauso wie vorher. Ein großer Unterwasser. Liebes Kindchen. Ein Big Daddy mit seiner Schatztruhe. Ist vielleicht ganz gut, dass er zuletzt kämpft. Immerhin setzt er den ganzen, naja, Bereich unter Wasser. Das hätte er das Essen der anderen ruiniert. Können wir ja nicht zulassen. Aber ist damit auch meiner Meinung nach einer der einfachsten hier. Und auch hier erledigt. Ob das so gut ist, wenn er sich an einem Bein hängt. Hilf uns, Shovel Knight! Du lässt uns doch nicht in den Stich, oder? Naja. An dieser Stelle habe ich mal rausgefunden. Hey Leute, ich hoffe, euch hat mein Part von Shovel Knight gefallen. Wenn dem so ist, dann überlegt euch doch, den Part zu liken, zu favorisieren, zu teilen. Oder schreibt mir ganz einfach einen Kommentar. Beschreibt mir doch, was euch so gefallen hat. Wenn ihr das vorige Video verpasst habt, klickt auf Previous. Wollt ihr das nächste Video sehen und es steht schon bereit und wartet auf euch, dann klickt auf Next. Wir sehen uns bei Facebook oder Twitter.